So, ich bin's wieder. Und mit der nächsten Geschichte. Das hat jetzt auch was mit den Grenzen zu tun, weil die Grenzen jetzt ja mehr oder weniger zu sind. Und die ganze Geschichte ist schon sehr lang passiert. Ich glaube, ich war 17 oder 18 und wir waren auf dem Weg nach Salzburg. Gut, und ich erzähle euch jetzt die Geschichte. Wir schmuggeln keine Drogen, heißt die Geschichte. Ich war 17 Jahre alt und mit meiner besten Freundin Susanne unterwegs und ein Freund Thomas auf dem Weg nach Salzburg. Der Fahrer wollte einen Freund besuchen, der in der Nähe der Stadt wohnhaft war. Wir Mädels wollten die Altstadt erkunden und ein paar Fotos machen. Wir waren unzertrennlich und immer auf Abenteuer aus. Leider ist sie schon viel zu früh von uns gegangen. Also in Erinnerung an die liebe Freundin, die jetzt schon von da oben zuschaut. Fotografie war zu dieser Zeit meine größte Leidenschaft. Deshalb wollte ich ein paar Fotos von der Mozartstadt machen. Nach einer langen Autofahrt mussten wir noch übers deutsche Eck. Die Grenzen waren sehr streng kontrolliert. Wir zeigten alle unsere Reisepässe, Gesichtskontrollen und der Wachmann winkte uns weiter. Wir kamen bei John an und plauderten. Das war ein Freund von Thomas. Aßen und wollten uns aufmachen, um das Nachtleben kennenzulernen. Joe meinte, er fahre mit seinem Auto. Der Wagen hatte mehr Jahre auf dem Buckel als ich und wäre jetzt wieder voll Retro, der wäre wieder voll in. Wir fuhren mit dem alten Kadett und als wir an der Grenze ankamen, schaute der Posten finster drein. Pannendreieck und Erste-Hilfe-Koffer, kommandierte er. Joe zeigte ihm diese. Das war nicht genug. Aussteigen, befahl er uns. Wir stiegen aus. Leeren Sie alle Taschen aus. Wir leerten alle Taschen aus. Besonders gefallen fand er an meiner Kamera. Es war eine Spiegelreflexkamera. Können wir da reinschauen? Fragte er mit seinen Kollegen. Nein, da ist ein Film drinnen. Nehmen Sie Drogen? Nein, eigentlich nicht. Was heißt eigentlich nicht? Zog er seinen Augenbrauen nach oben. Was heißt das? Bohrte der Uniformierte nach. Oh weh, da habe ich ihn nicht in etwas hinein, theatert. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Naja, Zigaretten und Alkohol sind auch Drogen, sie machen süchtig. Der Bedienstete schaute mir tief in die Augen. Haben wir in der Schule gelernt, warf ich nach. Vielleicht konnte mein gymnasialer Charme und meine wertvollen Fotos eben retten. Wir würden gerne reinschauen, stachelte er nach. Jetzt war es an der Zeit, alle Register zu ziehen. Ich holte tief Luft und erklärte schulmädchenhaft: Sie müssen wissen, dass ich Hobbyfotografin bin und Schwarz-Weiß-Filme sind da drinnen und die sind sehr teuer und ich habe Fotos von der Burg gemacht und in der Schule kann ich sie entwickeln und die Frau Professor, die wartet ja schon drauf und ich habe auch ein Referat drüber. Das hat gesessen. Die Grenzbeauftragten warfen sich einen Blick zu. Sie verdauten die Schulgeschichte und glaubten der braven Schülerin. Fahren Sie weiter und kaufen Sie einen neuen Erste-Hilfe-Kasten. Der ist schon viel zu alt. Wir sprangen ins Auto und schauten, dass wir die Grenze überquerten. Der hat uns für Drogenschmuggler gehalten, stellte Thomas fest. Ja, aber warum? Erkundigte ich mich beim Bauingenieur. Der Wagen ist so alt und auffällig. Der Erste-Hilfe-Koffer ist fast auseinandergefallen. Es war ihm sichtlich peinlich, dem Thomas. Dann sagte er: Beim nächsten Grenzgang nehmen wir meinen Wagen. Das ist die Geschichte. Ich muss sagen, ich habe sie voll vergessen. Und in letzter Zeit habe ich viel über die Grenzen nachgedacht und habe sie niedergeschrieben. Und da sind mir einige so Grenzgeschichten eingefallen. Und ja, deswegen wollte ich sie mit euch teilen.